32 Jahre, musste die Altstadt warten, um wieder in die dritte Liga, den Profifußball hochzukommen. Jetzt nach einer Saison geht es wieder runter. Man will schnellstmöglich wieder hoch mit dem neuen Cheftrainer Marek Mintal. Jo, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Real of HD mal wieder. Heute zur allerersten Folge von der Bayreuth-Karriere, wie ihr wahrscheinlich schon im Intro gesehen habt. Ich blende hier mal eine kleine Grafik ein, wie ihr abgestimmt habt. Genau, also die meisten haben sich für Trainerkarriere entschieden, also zwei, glaube ich, für Spielerkarriere. Und ja, also Bayreuth hatte die meisten Stimmen, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wird sehr nice. Genau, ich werd die Karriere dann erstmal starten und dann euch ein paar Sachen erklären, was ich da alles reingemacht habe, was alles so die Details sind und was zu beachten ist. Wie man schon hier sehen kann, ja, habe ich einen Trainer erstellt. Real FAD natürlich als Name. Herkunft Philippinen, wer kennt es nicht anders. So, mich erstellt so ein bisschen, wenn man ein bisschen vergleicht, sieht man ein bisschen Ähnlichkeit, aber ja, man kann es nicht 1:1 machen in FIFA. Geht leider nicht. Kann man nichts dran ändern. Natürlich auch fresh gestylt, sehr elegant am Start. Debré. Genau. Ich habe ihn auch noch als Spieler erstellt, dass ich so als Spielertrainer so ein bisschen agiere, dass er dann doppelt sozusagen auf dem Feld ist. Genau. Werdet ihr dann gleich sehen. Genau, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, Bayreuth noch dritte Liga. Sind zwar in echt diese Saison jetzt abgestiegen, aber ich habe die neuen Transfers alle reingemacht, auch in den anderen Ligen, so in Premier League, erste Liga, alles. Habe auch die Aufsteiger und Absteiger alles gemacht, zum Beispiel Darmstadt, erste Liga jetzt und Heidenheim, jetzt zweite, so auch noch realitätsnah zu dieser Saison. Dann jetzt dritte, halt so die ganzen Absteiger von der zweiten halt rein in die dritte. Aber die Aufsteiger von der vierten in die dritte, ja, ging leider nicht. Geht ja nicht anders, außer irgendein Mod oder so. Genau, geht ja nur bis zur dritten. Ist jetzt eigentlich mit den neuen Transfers, ich habe jetzt die anderen Transfers von den anderen Vereinen jetzt aus der dritten Liga jetzt nicht gemacht. Aber ich habe mir sehr Mühe gegeben, sehr, sehr viel Mühe für den Verein, für die ganzen Transfers. Weil, ich blende euch mal jetzt hier den Kader ein oder die neuen Transfers, sieht man hier sehr viel Jugendspieler drin und sehr viel Spieler, die noch nie in FIFA drin waren und jetzt auch natürlich nicht drin sind. Die mal in FIFA drin waren, habe ich ähnliche Sets genommen wie die FIFA-Karten davor, also von anderen Vereinen aus den Vorjahren, habe ich dann einfach reingenommen und genau, habe dann einfach so die Spieler erstellt, die es noch nie in FIFA gab, habe ich halt einfach so vom Marktwert her so ein bisschen so angepasst sozusagen mit den Werten, genau, habe dann die ganzen Spieler erstellt, den Kader auf so den aktuellen Stand gebracht, außer zwei, drei Spieler, glaube ich, waren das. Die packe ich dann direkt auf die Transferliste, die nicht im Kader drin sind. Werdet ihr dann gleich sehen, weil der Kader einfach zu klein dann wäre. Also ich hätte dann vielleicht ein, zwei Reservespieler. Ich habe jetzt auch fast nur noch vier. Aber ihr werdet sehen. Ich werde nicht zu viel spoilern. Natürlich, bevor wir reinstarten, kommt natürlich noch die Stadionbearbeitung. Wer kennt es nicht? Weil Bayreuth hat natürlich kein richtiges Stadion. Wenn ihr da ein paar Vorschläge habt oder ein paar Verbesserungsvorschläge, sagen wir so, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Kann ich gerne umsetzen. Genau. Ich mache jetzt mal so einen kleinen, sagen wir mal, so einen Entwurf und zeige ich den dann gleich. Ich nehme ich natürlich jetzt nicht mit hier, ganzen, genau, wie ich das ganze Stadion erstelle. Genau. Werdet ihr gleich sehen. Genau, hier seht ihr jetzt so das Stadion. Ich blende nebenbei ein paar Bilder ein, wie es in echt aussieht. So mit dieser Bahn draußen rum. Habe ich so ein bisschen eingebaut, damit man so ein bisschen dieses Ding draußen sieht. Ist halt sehr hässlich, finde ich. Aber was soll man machen? Kann man nichts machen. Genau, Hans-Walter-Wild-Stadion habe ich es noch genannt. Dann Stadionfarbe habe ich auch mal schwarz gelassen. Sitzfarbe ist rot, wie man sehen kann. Genau. Dann Spielfeld habe ich noch ein bisschen abgeändert, den Rasen, ich habe jetzt da keine richtigen Linien erkennen können, halt zwar nur so vertikal, das gab es irgendwie nicht, keine Ahnung. Und natürlich Linienfarbe weiß, ein bisschen hellgrüner, ich würde es vielleicht sogar, ja, lass mal so, auf Fahnengrün, damit es nicht so komplett hässlich so hellgrün ist. Genau, wie man schon sehen kann, das Tor ist so, ja, sagen wir gelb-schwarz so,
so ein Diagonalmuster, Rechteck gelassen und Viereck die Form von einem Netz. Genau, das war es dann eigentlich schon mit dem Stadium, würde ich sagen. Starten wir direkt rein. Genau, jetzt direkt zu den Einstellungen. Ich würde natürlich auf Ultimativ machen. Die zwei extra Einstellungen werde ich dann so auf ein machen, also das so am schwierigsten ist. Wir können es ja gerne nochmal umstellen, wie es dann für euch auch am besten passt, für mich am besten passt. Halbzeitlänge 6 Minuten, Euro passt, Transferfenster passt, deaktiviert, weil wir nur uns auf den Bayreuth fokussieren wollen. Genau. Dann würde ich sagen, Verhandlungshärte ist streng, damit es ein bisschen eine Challenge wird sozusagen. Genau, würde ich sagen, starten wir dann direkt rein und ich zeige euch den Kader. Genau, hier natürlich schon die Vorstellung. Natürlich will er verlieren, der neue Trainer, wer kennt's nicht. Direkt mit dem Einstiegsturnier, mit dem Vorbereitungsturnier, würde ich sagen, natürlich nehmen wir das mit dem höchsten Preisgeld. Dann würde ich sagen, startet die Karriere direkt rein. Ich bin hyped, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, gerne ein Abo. Wie gesagt, so, ich versuche diese Folgen Donnerstag und Sonntag so immer zu bringen. Immer so, erste Folge geht jetzt natürlich ein bisschen länger. Aber die anderen Folgen werden so ungefähr um die halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwas gehen. So, ich werde schon ab und zu ein paar Spiele bringen in einer Folge. Also schon viele Spiele, damit wir halt auch sehr gut durchkommen. Und genau, es auch nicht zu lang geht, weil wir haben jetzt hier eine einstellende Mannschaft in der dritten Liga. Wird schon schwer genug, sagen wir so. Dann, wie versprochen, zeige ich euch direkt den Kader. Ihr seht ihr schon. Auf entspannt. Er ist hier am Start. Ich habe so, ja, ein bisschen realistischer gemacht. Vier Sterne Skills weiß ich jetzt nicht. Also wird er automatisch ausgewählt vom Ding. Von den Dribbling-Stats sozusagen. Hier gehe ich nochmal schnell die Stats hier durch. Ja, genau. So. Ich habe es ein bisschen versucht realistisch zu machen, aber ja, soll ja auch natürlich so eine kleine Unterstützung sein, so ein kleiner Karriereheld dann werden. Hier im Sturm, ihn kennt man auch eigentlich. Kann man nur aussprechen, George oder so, ich nenne ihn jetzt einfach George, ich suche mich nicht. Dann genau, hier so, da sieht man schon, also bei den Spielern, die kein Bild haben, zum Beispiel bei ihm hier, sieht man schon zum Beispiel auch bei ihm, dass sie kein Spieler drin hatten oder halt die noch nicht in FIFA drin waren, die ich selber erstellt habe. Ihr könnt schon sehen, ich habe nur 4 Reservespieler. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden. Ich schau mal, was ich so mache. Ich mache gleich die Taktiken, die Startelf so. Schau, was ich alles mache. Da schaue ich, ich zeige euch gleich nochmal, welche Spieler dann auf die Transferliste können. Genau. Nachdem ich dann die Startelf sozusagen zusammengestellt habe. Und genau. Ich mach's schnell, dann sehen wir uns. Genau, das wird jetzt eigentlich so meine Stammelf bleiben. Ja, viel kann man da auch nicht mal umstellen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen nach unten schaue. Also LV brauchen wir definitiv hier ein Backup, weil wir haben hier niemanden, der LV spielen kann. Das ist halt das Problem, außer halt er hier. Sonst halt keine Alternative, falls er sich mal verletzt, könnte ich theoretisch auch Wieselsberger spielen. Aber, ja, soll jetzt nicht die Lösung sein auf Dauer. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall jemand. Brauchen wir einen besseren Keeper, definitiv, weil wir haben zwar 3 Keeper, da könnte ich vielleicht einen ausleihen, weil er hier ist 20. Der andere, ja, wir haben 3 junge Keeper, könnte man ein, zwei ausleihen und einen guten holen, weil wir haben ja ungefähr 1 Million ungefähr zur Verfügung. Noch zum Ausgeben, was ich noch gesehen habe, er hier, stelle ich ihn in die IV, bekommt er +6. Bringt zwar gerade nicht so viel, weil wir haben IV eigentlich ausgesorgt und hier auf der Position eigentlich gar nichts. Das ist nur das Problem, außer ihn hier, aber er kann halt auch nur ZM oder ZOM spielen. Das ist halt das Ding. Genau. Dann, wie schon gesagt, ZM wäre nicht schlecht, würde ich dann ja noch jemand für die Startelf holen. Wäre nicht schlecht, weil so ein Minimum 60er Rating wäre schon keine schlechte Voraussetzung, sagen wir so. Dann, wie schon erwähnt, ein Backup hier auf den Positionen, entweder oder natürlich auf beiden, aber bisschen Luxus so, wäre sehr viel erwartet für den Anfang. Er hier ist, glaube ich, ein Spieler von Augsburg, der
derzeit ausgeliehen ist. Er ist auch nicht schlecht. Genau, dann hier noch ein paar. Und genau, was ich noch gesehen habe hier, diesen Ismail, stelle ich ihn in Sturm oder halt wechsle ich ihn auf Sturm oder ändere die Position auf Stürmer. Bekommt er ein plus 4. Sehr defensiv habe ich eine 5er-Kette ausgewählt. Mach's dann so, dass er dann hier IV spielt und der EM einfach als 8er. Ja, die Anweisungen werde ich euch jetzt nicht zeigen, dann ist es ein bisschen unnötig. Hier spiele ich ein 4-2-3-1, wie auch in der Startelf ohne Taktikanweisungen. Hier so ein bisschen Druck nach Fehler, ein bisschen hier, ein bisschen da. Genau. Dann hier muss ich noch mal was Kleines, glaube ich, umstellen. Genau. Oder, ja, ich werde es mal auf 50 stellen. Wird schon passen. Hier da ein paar Einstellungen, da ein paar Einstellungen. So, genau. Hier wird es halt ein bisschen kritisch, weil er halt... Ich habe halt nicht so eine krasse Alternative für einen Doppelsturm, außer halt diesen Steininger. Aber ja, genau, er ist halt Startelf normalerweise. Deswegen muss halt er hier herhalten mit 54 Pace, wird spannend als LM. Aber zur Not können wir ja wechseln, ist ja kein Problem. Und dann als letztes noch sehr offensiv habe ich dann hier ihn hier wieder in die IV gestellt, den LV, so als LM sozusagen. Und ihn hier einfach als ZM. Ja, sind jetzt zwar nicht die besten Positionen, sagen wir es so. Genau, hier ein bisschen eingestellt. Genau, perfekt. Dann zeige ich euch noch die Rollen. Dann würde ich sagen, springen wir mal in die Übersicht vom Kader. Wer jetzt alles noch auf die Transferliste kommt. Genau, Captain muss natürlich ich sein. Wer denn sonst? Elfmeter mache auch ich. Rechtsfuß brauche ich hier einen guten für eine linke Ecke. Weil ich die immer so reinbringe, dass ich sozusagen, ja, den zum Torwart hinschlage. Ja, gerade ein bisschen Aussätze gehabt. Genau, dann logischerweise Rechtecke auch ein Linksfuß. Genau, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es ist das Ziel jetzt in dieser Serie. Ich weiß nicht, ob ich schaffen werde, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, mit diesem Team in die erste Liga zu kommen und in der ersten Liga dann natürlich auch noch die Champions League zu gewinnen. Aber vielleicht natürlich auch schon früher, wenn ich DFB-Pokal hole. Aber ich gehe mal nicht davon aus, sagen wir es so. Das wird das Ziel, wird auf jeden Fall ein sehr langes Projekt. Auch ein Ansporn für mich, so ein bisschen dran zu bleiben, ein bisschen öfter Videos hochzuladen. Genau. Würde ich sagen, springen wir mal in die Kaderübersicht, wer jetzt alles noch auf die Transferliste kommt. Dazu eine kleine Übersicht so vom Kader, vom realen Kader sozusagen. So, ich habe jetzt nochmal drüber geschaut. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach den Kader jetzt so zu belassen, wie er gerade ist. Weil ich habe jetzt nochmal geschaut, wer alles weggegangen ist. Ich zeige euch nochmal hier die kleine Liste, werdet ihr jetzt direkt sehen. Also macht nicht so viel Sinn, jetzt hier noch mehr abzugeben, weil wir haben jetzt schon sehr krasse Kaderprobleme, sagen wir so. Da macht es jetzt nicht so viel Sinn, da noch andere Spieler auf die Transferliste zu setzen. Würde ich sagen, machen wir uns direkt an die Entwicklungspläne von den Spielern. Ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, wie sie sich entwickeln werden. Hier habe ich so eine kleine Taktik entwickelt, so schauen wir auf das Ende, wann es endet. Und mach's danach, was der Spieler dann für einen Entwicklungsplan bekommt. Hier zum Beispiel gehe ich dann einfach hier rauf, so ein bisschen Zufall. Oder so, er hat nur 2 Sterne Weakfoot, dann mache ich das einfach. So einfach nach dem Prinzip, genau. Zum Beispiel, er ist ein LV und braucht gute Dev-Stats oder Arbeitsrate. Dev mache ich einfach das hier, genau. Würde ich sagen, brauche ich euch jetzt nicht alles zeigen. Mache ich noch die Vertragsverlängerung dann. Und ja, es macht dann Aufgaben und würde ich euch dann gleich mit reinnehmen in die Jugendakademie und dann gegebenenfalls noch ein paar Jugendscouts. Genau, jetzt alle Entwicklungspläne eigentlich gemacht, alle Verlängerungen durch, keine Probleme gehabt, gut durchgegangen, alles gut. Sobald jetzt mein Charakter, also Real4D sozusagen, nennen wir ihn einfach, wir geben jetzt einen Namen, weil jedes Mal Real4D zu sagen ist ein bisschen nervig so, ein bisschen lang. Wir nennen ihn jetzt einfach Ochar. So, wer weiß, der weiß. Genau. Ich wollte mich doch mal entschuldigen wegen dem Kader so, weil ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Weil es jetzt nicht so der richtige Kader, sagen wir mal, ist.
Weil es wäre dann, wir haben schon zu viel Sachen, die uns so in die Karten spielen, weil jetzt noch mehr Sachen wären echt ein bisschen viel, würde ich sagen. Kurz sehen wir uns jetzt auf die Jugendakademie. Da gibt es auf jeden Fall einen Big Spieler hier. Graf, Patrick Graf aus der Schweiz. Mit einem maximalen Potenzial von 90, ist 16 Jahre alt, hat ein 660er Rating. Kann uns gut weiterhelfen, glaube ich. Ich würde den, glaube ich, sogar direkt mitnehmen in die erste Mannschaft. Und geh mal direkt rein und schau, was wir vielleicht mit ihm machen können. Er ist wie alt? 16. 16 Jahre alt, der andere ist 27. Ich werde ihn jetzt einfach reinpacken. Höchstwahrscheinlich wird er nicht ganz Stammspieler werden. Ich werde ihn ab und zu rotieren. Genau, gib ihm gleich nochmal einen Entwicklungsplan. Ich habe jetzt noch ein paar Spieler oder beziehungsweise einen auf die Transferliste gesetzt, weil ich sehe, 2,9 Millionen Marktwert, das könnte uns sehr, sehr viel bringen, weil RV haben wir noch Wittelsberger. Er ist 1,6 wert und hat auch ein 61er Rating. Ist jetzt nicht so ein krasses Downgrade, aber für 2,9 Millionen werde ich vielleicht ein bisschen was raushandeln. Und ja, genau. Deswegen habe ich ihn auf die Transferliste gesetzt. Wird uns definitiv ein bisschen was bringen. Ich werde dann auch aufkämmen, so Sachen wie Training machen und so. Dass die Spiele sich auch natürlich gut entwickeln. Wir gehen jetzt auch mal direkt in den Posteingang rein, damit wir sehen, was hier abgeht. Natürlich die Standard-Mails wie immer. Genau. So, dann würde ich direkt sagen, schauen wir mal aufs Gehalt oder sozusagen Budget, sorry. 1,2 Millionen haben wir zur Verfügung. Ist, ja, sagen wir, nicht viel. Genau. Würde ich direkt sagen, gehen wir mal zum Jugendscout. Dieser ein Stern, der wird nichts bringen, kann ich direkt sagen. Dann würde ich eher sagen, wir nehmen, der ist glaube ich sogar am schlauesten, den hier zu nehmen für 90.000 anstatt den für 157. Die 800.000 habe ich jetzt keinen Bock hier auszugeben. Weil, die Begründung, Erfahrung 2 Sterne, Einschätzung 2 Sterne. Der andere nur ein Stern bei Erfahrung, dann also Einschätzung 3 Sterne. Deswegen nehme ich diesen Hannes Lorenz. Den behalte ich mal. Ich werde den einfach mal direkt nach Deutschland schicken. Für direkt 9 Monate. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber muss man in Kauf nehmen. Und natürlich die brasilianischen Superstars werde ich auch noch versuchen zu finden mit diesem Bäcker. Ich habe jetzt keinen Bock, den einfach zu feuern, weil ich glaube, das kostet doch was, den einfach zu feuern. Und wir haben ihn ja schon drin. War kostenlos, sagen wir so. Genau. Dann würde ich mal so kleine Scout-Aufträge erstellen für die Sachen, die wir dringend brauchen gerade. Und falls da nichts rauskommt, halt auf Seiten wie zum Beispiel, ja, irgendwie. Ist nochmal so, ich habe so eine App dafür, genau, wo dann Spieler gefiltert werden können und dann direkt geschaut wird, ja, wie viel sind die wert, wie viel Gehalt kriegen die bei ihm fein und so. Genau, noch zwei Posteingang Nachrichten noch vom Scout, genau. Jetzt so ein kleiner Überblick, was ich so rausgefunden habe, so Spieler, die wir holen könnten. Natürlich alle kürzlich unten beim Verein untergekommen, wie ich gerade sehe, leider. Ja, wird höchstwahrscheinlich das größte Problem sein in der dritten Liga, dass wir keinen Spieler finden werden, die zu uns wechseln wollen, weil genau, dass unser Verein zu niedrig in der Liga ist und ja, die es anscheinend nicht wert sind, bei uns zu spielen. Keine Ahnung, wird immer angezeigt so, also kürzlich beim Verein untergekommen. Kann man leider nichts gegen machen, gegen diesen sozusagen Bug, sagen wir mal. Hier könnt ihr mal sehen, rechts mein Spieler, meinen erstellten Spieler habe ich, finde ich. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob der mir ein bisschen ähnlich sieht so oder ob da gar keine Ähnlichkeit drin ist. Genau, hier so der Doppelgänger. Genau, würde ich sagen, würde ich mal den Trainingstag schon mal den ersten machen. Hier nochmal zu den News natürlich. Hier der neue Trainer bei Bayreuth, so muss es sein. Genau. Noch eine kleine Regel: Wir dürfen
keinen Spieler per, außer so vielleicht so richtig realistische Sachen oder die wir eher holen wollen, per Vorvertrag holen. Und freie Spieler dürfen wir gar nicht holen, egal was, egal welchen Spieler, dürfen wir aber nicht holen. Genau, wäre ein bisschen unfair. Also, ja, wäre ein bisschen scheiße so. Schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ihr überhaupt Facecam sehen wollt. Ich weiß nicht, ich habe das dann mal gemacht fürs erste Video. Falls nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wird mir viel Arbeit ersparen. Aber ich denke, wäre so ein bisschen persönlicher, wenn die Facecam drin ist. Denke ich, wird euch ein bisschen besser gefallen, als wenn jetzt ohne, einfach so ein bisschen unpersönlich, einfach nur so, ja. Ihr denkt, ja, ich mache jetzt diesen scheiß Karrieremodus hier. Ja, und jetzt, ja, genau. Ich hoffe, ich schaffe hier noch die A, inshallah. Na, genau, easy. Perfekt, machen wir das schnell durch. Und dann springen wir auch schon in die letzte Übung. Jedes Mal sind es ja drei Übungen, genau. Letzte Übung heißt Kartoffel. Ja, das ist das Einfachste. Ja, bei den ganzen Karrieren, die ich hier jetzt schon gemacht habe, ja, ist schon, habe ich die ganzen Trainings schon viel zu oft gemacht. Das nervt schon ein bisschen, die ganzen Trainings immer zu machen, aber ja, kann man nicht ändern. Oh, muss man so schnell wie möglich einmal passen und dann am Prinz Tor schießen. Perfekt, passt. Muss auf jeden Fall diesen scheiß Trainer ausmachen, diese Hilfen fucken mich echt ab. Ja, okay. Genau, perfekt, Dinger. Perfekt. Neuer Versuch. Jalla. Die passen auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Sehr genau. Ich muss auf jeden Fall andere Spieler dann auswählen für die nächsten Übungen, dass sie auch besser passen können, weil die Spieler jetzt hier anscheinend können nicht sehr gut passen. Sagen wir es mal so. Und noch mit einem R1-Pass wird es gar nichts. Ich glaube, die Übung wird gar nichts werden. Wird mal schauen, entweder liegt es am Ding, an der Hilfe, dass mich so ein bisschen irritiert, oder einfach an den Spielern oder einfach an mir. Wir lassen es einfach so. Es juckt mich nicht. Scheiß drauf, ich werde es irgendwann nochmal spielen. Also, egal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist jetzt nur eine Übung. Ist auch nicht das Schlimmste. Ein bisschen reingeschissen. Liegt höchstwahrscheinlich an den Spielern. Aber genau. Ersten drei Chat-Nachrichten. Auf entspannt. Der Jonas Kehl, er ist überrascht, dass er auf der Transferliste ist. Ja, würde ich sagen, wir brauchen das Geld. Sind wir mal ganz ehrlich. Natürlich, Ocha, wie wir ihn jetzt nennen, begrüßt mich im Team. Das ist sehr schön. Sich selber. Entspannt. Davon hat er geträumt. Natürlich, er hat mich beeindruckt. Bisschen Motivation geben, sagen wir so. Wir simulieren das erste Mal weiter. So, direkt erstes Transferangebot. Ja, juckt mich nicht, weiß ich schon alles. So, genau. Für CIs, ich habe ihn jetzt auf die Transferliste gesetzt, weil wir ja diesen George oder so, ich nenne ihn jetzt einfach mal George, ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung, und diesen Ismail haben, der jetzt auch gut hochgehen wird, definitiv. Habe ich ihn einfach mal auf die Transferliste gesetzt. Genau, schauen wir mal, wie es jetzt ausschauen wird. Ich würde mal sagen, 550.000 wird sehr schmecken. Oh, ja, bin ich dabei, definitiv. Bei einem Marktwert von 400.000 auf 150.000 drüber bin ich dabei. Dann, so, schauen wir mal, ja, Transferliste gesetzt. Wir brauchen das Geld, wir sind ehrlich, natürlich. Mal hier an diesem Tisch wird nicht gelogen, natürlich. So, direkt, wie ihr seht, erstes Spiel. Johann Cruyff Arena gegen Borough. Ich gehe am besten nochmal, bevor wir hier rein starten, nochmal in die Einstellungen rein, damit ihr seht, ich bescheiße hier niemand. Es wird hier nichts, kein Spielchen gespielt. Ultimativ ein und ein. So, Trainingszentrum aus, genau. So, perfekt, perfekt. Ich mache noch ein bisschen die Kommentatoren und sowas leiser. Ich mache es so auf 2 oder so. Wow, machen wir mal auf 2 und das auf 3. Wird schon passen. Ja, so auf 2 wird schon passen. Perfekt. Ja, den Rest, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht. Würde ich sagen, ich schaue mal, wie wir reinstarten werden ins Spiel.
Ich glaube, wir starten direkt mit der Stammelf rein. Wir werden schauen, wie die performen. Dann wird sie so einen kleinen Einblick haben. Ich werde das Spiel, erstes Spiel direkt selber spielen. Ich werde so machen, dass ich ab und zu ein bisschen abwechsle, ein paar bisschen Höhepunkte mache, ein bisschen schnell simuliere, ein bisschen so normal simuliere, ein paar normal spielen. So, ich werde es immer spontan entscheiden, so ein bisschen den Ausgleich finden. So muss es immer sein. Genau. Starten wir direkt rein. Direkt der Einblick ins Stadion. Erstes Spiel. Erstes Spiel. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Kommentator ist ein bisschen laut. Ich werde den nochmal runterstellen. Und ihr seht mich beim ersten Highlight des Spiels. Oh, direkt die nächste Chance. Und Charles durch. Er schießt mal. Ah, leider Weakfoot ist sehr schwach bei ihm. Ich habe es ein bisschen realistisch gemacht, weil mein richtiger Weakfoot ist auch sehr schwach. Kann man nichts machen. Ich muss ihn nächstes Mal auch rechts legen. Oh, jetzt schaut's gut aus. Ah, es wäre eh mit links gewesen, aber ich hätte es gerne versucht, aber leider geblockt. Kann man nichts machen. Ich habe auch gesehen, der Pfeil heißt der Starspieler, dass er sozusagen geboostet ist. Werden wir schauen. Direkt die nächste Chance. George. George ist durch. Oh, schade. Ah, ich merke schon, Abschluss bei den Spielern nicht so krass, aber man wird ein Tor sehen, sagen wir so. Oh, Artin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, nochmal nicht. Oh, was ist das, Digga? Was ist das? Oh mein Gott, ey. Es war sehr, sehr knapp. Direkt Ecke. Zeig mal noch. Direkt Torwart rausholen. Natürlich. Man kennt es nicht anders. Er geht rein wieder. Warum gehst du rein, Keeper? Warum gehst du wieder rein? Schlechter Start für uns in die Karriere leider. Direkt erstes Gegentor. Schwach. Oh, George durch. Aber leider gerade keine Anspielstation. Ich laufe aber trotzdem mal in die Mitte. Werd's mal, vielleicht mal probieren. Ah, ich kenne halt die starken Füße von den Leuten noch nicht. Die meisten haben rechts, deswegen links wird sehr schwer werden. Oh, Fehler vom Gegner. Fehler vom Gegner. Och nein. Na. Ah. Foul an den Keeper ist auch schon gleich Halbzeit leider. Wir liegen leider zurück. Ich werde ein bisschen wechseln und sehen uns bei der nächsten Szene, was passieren wird. Oh, schaut sehr schlecht aus gerade. Schaut sehr, sehr schlecht aus. Aber den haben wir. Sehr schön gemacht. Sehr gut verteidigt. Oh Mann, es kann nicht sein. Ich komme da hinten aber nicht durch bei ihm. Ist aber frech. Ey, das ist. Ey, es ist einfach rigged, Digga. Es ist zweite Weekend League. Es ist so frech, Digga. Komm. Sogar hier in Karrieremodus wird gerickt. Ah, ich kann nicht mehr, Digga. Das ist echt frech, Digga. Und zweimal nach einer Ecke so ein Lucky Tor. Es kann einfach nicht sein. Und direkt nächste Chance. Ja, na klar, Digga, klar. Alles gut, Digga. Komm. Scheiß drauf, Digga. Scheiß auf das Spiel. Scheiß aber drauf. Ja. Na, zum Glück nur Pfosten. Ich schwör's dir. Was ist das? Ich werde auf jeden Fall ein bisschen die spielerbasierte Schwierigkeit werde ich auf jeden Fall mal ausstellen und schauen, ob das vielleicht was bringt, weil ich weiß nicht, ob das was bringt, weil meine Spieler, die Spieler von Bayreuth einfach viel zu unbeweglich sind und ich schieße wieder mit dem linken Fuß, ich bin aber dumm. Ach komm, Digga. Ja, es ist ein bisschen Gewöhnungssache, sagen wir so. 4-0 ist schon ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich muss mich erstmal da ein bisschen reinfinden, gegen KI zu spielen. Spiele ich sehr, sehr selten, muss ich ehrlich zugeben. Ja, Statistik würde ich sagen, ja, ist ein bisschen unverdient auf jeden Fall. 2,3 erwartete Tore, leider gar nichts bei uns rumgekommen.
Aber ich habe auch sehr oft mit links einfach geschossen, wo ich auch easy irgendwie auf rechts legen könnte. Wäre dann drin gewesen wahrscheinlich, aber wir bessern uns. Kein Ding. So, zumindest eine gute Nachricht mal. CIS wurde verkauft. 375.000 haben wir dazu bekommen. Natürlich, der Rest kriegt der Staat, gefühlt. genau. Jetzt sind wir bei insgesamt. Genau, hier. 1,259 Millionen, weil wir ja den einen Jugendscouter geholt haben. Deswegen haben wir ein bisschen weniger bekommen. Und würde ich sagen, springen wir direkt rein. Ja, natürlich erst noch diese Szene. Erstmal sieht man hier die Szene. Wie immer, das kann man leider nicht leiser stellen bei mir. Ein bisschen kritisch. Genau. Perfekt. Reicht doch wieder. Zu Giren. Ja, ich versuch's nicht. Egal. Scheiß drauf. Vergiss mal. Und eine B ist gut. Bewertung ist sehr gut, finde ich. Geht natürlich noch eine A, aber genau. So, ja, denk an deinen Ersatzspieler, ist mir klar. So, Ersatzstürmer, geben Sie mir eine Chance für ihn zu spielen. Schauen wir mal. Streng dich an, dann kann es klappen. Wenn ich dich, wenn du umtrainiert bist, nach den 2 Wochen sozusagen, dann vielleicht. So, genau, schauen wir mal die Fitness unserer Spieler an. Ja, schon sehr kritisch, würde ich sagen. Ich werde mal ein bisschen rumrotieren. Auf jeden Fall hier mich selber mal raus. Ein bisschen schonen, muss auch mal sein. Und Ismail mal einen Sturm. Werd George mal auf die Bank packen und schauen, was jetzt hier so gehen wird. Gucken wir mal. Und werde mal normal simulieren. Ich habe jetzt die beiden, also Spielerbesitz Schwierigkeit und die Starspieler, dass sie halt besser sind beim Gegner, habe ich ausgemacht und werde jetzt mal schauen, wie es laufen wird. Ah, sehr schwach gemacht von der 2. Wer ist 2? Kehl. Kehl sehr schwach und direkt das 1-0 für FCM. Ja, ist ein bisschen sehr kritisch gerade am Laufen. Ich merke, vielleicht ist unser Team einfach viel zu schwach. Ja, schauen wir mal. Wenn wir den einen Rechtsverteidiger verkaufen, dann holen wir uns ein paar gute Spieler, sagen wir so. Ich gehe mal auf Statistiken, schau mal. Ja, bisher sieht es eigentlich gut für uns aus. 4 Schüsse für uns und 2 für den Gegner. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Ich würde mich selber mal reinbringen und schauen, wie es da so läuft. Und vielleicht mal auf Offensiv umstellen. Graf auf Allen packen und als Stürmer Steininger rein. Und mal schauen, wie es läuft. Und direkt 2-0. Ich werde eingreifen, werde noch versuchen, das Rot rumzureißen. Schauen wir mal, ob es klappt. Hoffentlich. Oh, 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 da schaut es gerade sehr bremslich aus beim Gegner im Strafraum. Da ist er gerade frei. Da ist er frei. Und das erste Tor für Bayreuth. Let's go, Junge. Let's go. Wichtig und richtig. Das erste Tor in dieser Karriere. Merken wir uns. Niemals, Digga. Was macht der Keeper da? Wir brauchen einen neuen Keeper. Ja. Braucht man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ist ein bisschen kritisch mit dem Keeper mit unter 60er Rating. Aber ja. Kann man nicht mehr zu sagen. Sagen wir so. Und direkt das nächste. Ah, scheiß drauf, Digga. Wir starten ein bisschen niedriger mit der Schwierigkeit, dass wir ein bisschen reinkommen, weil so macht für euch und wahrscheinlich auch für mich nicht so Bock. Wahrscheinlich für euch schon, weil ihr mich so ein bisschen zum Ragen seht, so ein bisschen, sagen wir so. Ist jetzt auch kein Ragen bei mir, wenn ihr Weekend League seht, live, dann, ja, ein bisschen schwierige Situation, aber, ja, kriegen wir schon hin. Oh, schade, fast das erste Tor vom Captain Uchar.
Schade. Das zweite Tor nach einer schönen Ecke durch Graf, unseren neuen Jugendspieler. Nicht schlecht, würde ich es mal sagen. Ja, 4:2 weiß ich jetzt zwar trotzdem nicht, aber ja, sehr kritisch zu sehen. Und vielleicht das erste Tor. Ah, schade. Noch mal direkt eine nächste Ecke. Schauen wir mal, ob die wieder so gut kommt. Schauen wir mal. Oh, die kommt auch so gut. Oh, schade. Schade, 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 dass der nicht reingeht. Ah, okay. Gut. Ecken, wie man sieht, laufen schon nicht schlecht, sagen wir so. Ismail mit der nächsten Chance. Nochmal eine Ecke. So, genau. Jetzt könnt ihr auch sehr gut kommen, vielleicht. Zufällig und let's go, Weber. Glaube ich, war das. Schauen wir gleich mal. Ja, zeig mal deine Trikotnummer. Ne, war Ketzer. Okay. Sieht man schon den Ocha am Jubeln. Reicht leider höchstwahrscheinlich nicht mehr für das 4:4. Genau. Direkt Abpfiff. Kann man leider nicht sehr viel machen daran. Aber ja, wie gesagt, wir schrauben mal die Schwierigkeit auf Legende runter und beide ja, diese kleinen Regler sozusagen auf aus. Wie man schon hier sieht, bisschen unverdient, würde ich mal sagen. 14 Schüsse von uns, 5 vom Gegner. Weiß ich jetzt nicht so ganz, aber wir schauen mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher, aber es gab, na, leider noch nicht. Ich dachte, vielleicht die erste Vorlage zumindest von unserem Captain Ocar. Genau. Ich würde vielleicht auch mal kurz schauen. Kleinen Looky Looky machen. Wie es ausschaut, wie viele Sterne die Gegner haben. Da haben wir es doch direkt. Dann suchen wir mal nach FCM oder FCM. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ja, die haben auch, ja, 2 Sterne. Das ist 1 Stern mehr als wir. Kann man trotzdem holen, sagen wir so. Ist jetzt keine Ausrede. Und England, FC Borough. Hier haben wir sie. Auch 1 Stern. Haben wir 4:0, glaube ich, verloren. Genau, das war 4:0. Egal. Wir schrauben die Dinge nochmal runter. Genau, die Berichte sind da. Schauen wir gleich mal die Ratings an. Ich habe die 3 Spieler alle gescoutet. Habe mal geschaut, wie viel die wert sind, wie viel Rating die haben, alles drum und dran. Wollen natürlich immer noch nicht zu uns, wer hätte es gedacht. Aber zum Beispiel er hier wäre ein guter Backup, sagen wir so, der mal rein kann, so zur Halbzeit oder so, falls er nicht mehr kann, der Linksverteidiger. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es im nächsten Spiel läuft mit der anderen Schwierigkeit. So, direkt eine gute Neuigkeit mal wieder. Ismail ist als Stürmer umgeformt worden und hat direkt eine 63, eine Stufe weniger als George. Ist sehr gut, weil er ist erst 19, George schon 29, kann sich sehr, sehr gut noch entwickeln. Und noch eine gute Nachricht, 1,3 Millionen bietet AFC Botoşani, ja, genau, ungefähr so. Werden mal schauen, wie viel wir die hochdrücken können. Gehen wir mal rein, wie er mit dem Ocha verhandeln wird hier. Dauert gerade ein bisschen, ist halt PS4-Version. Kann man nicht so schnell hier alles machen. Genau, schauen wir mal. 1,8 Millionen. Direkt. Einfach direkt. Nicht schlecht. Ist natürlich sehr, sehr gut. Würde ich sagen, 1,8 Millionen für ihn hier ist auf jeden Fall eine gute Summe. 59er. Ich hole mir einen neuen ZM. Deswegen, ja, würde ich sagen, war ein guter Deal. So, wir sind direkt beim letzten Vorbereitungsspiel angekommen. Wir werden mal schauen, was das letzte Spiel hier bringen wird. Ich werde wieder simulieren. Ich habe jetzt auf Legende gestellt, die beiden Regler ausgemacht. Ein bisschen rotieren werde ich definitiv, weil die Spieler jetzt auch gerade nicht 100% fit sind. So, ich werde mal schauen. Er kann auch ZM spielen, das ist sehr gut. Weil dann machen wir es einfach so. Er wird dann ZM spielen, so als Rotation sozusagen.
Und genau, das ist dann hier so meine Bank, die ich auch immer haben werde, dass so jede Position ein bisschen besetzt ist, falls dann Ausfall gibt, sagen wir so. Gegner spielt mit Fünferkette, schauen wir mal. Werde ich direkt mal reinschauen. Genau, ich würde sagen, wir starten mit der defensiven Taktik erstmal und werden schauen, was sie bringt. Aber doch direkt mit Ketzer am Start und let's go, Ismail mit dem ersten Tor im letzten Vorbereitungsspiel gegen Doncaster Rovers. Kein guter Start für die, aber sehr gut für uns. Mashallah, vielleicht das letzte können wir gewinnen. Hoffen wir es mal. So, wir gehen in die Halbzeit. Halbzeitpause stand 1:0 für uns. Schaut gerade sehr gut aus. 60 Fitness, die zwei werde ich mal wechseln. Aber für ihn haben wir keine Reserve, das ist das Problem. Ja, schaut ein bisschen mager aus, gerade Breite bei uns. Aber ja, wird sich legen, Jungs, wird sich legen. So, was packen wir denn hier noch rein? 75 Fitness, wie schaut's aus? Ja, er wird jetzt hier eingewechselt einfach. Ein bisschen Rotation muss auch mal sein. Kann er hier? Ne, die haben keine zweite Position, leider. Kann man das nicht einstellen beim Spielleiter stellen. So, würde ich sagen, starten wir direkt in die zweite Halbzeit rein. Versuchen, das Ergebnis zu halten. Schauen, was es bringt. Oh, da bin ich ganz frei. Oh, schade. Sorry, ich muss eingreifen. Es tut mir leid. Mir ist mir zu unsicher. Es ist mir gerade sehr zu unsicher hier, das einfach so zu lassen. Und einfach die KI für mich spielen zu lassen. Aber Schock. Oh, zum Glück. Sehr, sehr wichtig. Oh, 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 oh. Oh, zum Glück. Noch Ecke für den Gegner. Schauen wir mal. Ich hole den Keeper wieder raus. Ich hoffe. Weil wir sind sehr eckenanfällig, habe ich gemerkt in den letzten Spielen. Aber da. What the fuck, Digga. Also das ist ehrlich ein bisschen frech, muss ich gestehen. Das muss ich ehrlich gestehen. Schaut es euch an. Keeper kommt einfach raus. Ich habe ihn einfach rausgeholt. Also das habe ich ehrlich nicht gemacht. Ich habe nichts gedrückt. Er ist automatisch reingegangen. Normalerweise Keeper. Na okay, mit seiner Gesamtstärke muss ich mir das vielleicht angewöhnen, dass ich den nicht raushole. Aber es kann einfach nicht sein. Ich habe sehr viel Pech. Oder ich bin aber schlecht. Fertig. Jalla. Ist Fact. Ah, wurde nichts leider. Leider, leider, leider. Aber zumindest die erste Nicht-Niederlage. Sagen wir es so. Ja, muss man sich auch mal zufrieden geben damit. Muss man auch mal dieses Tor anschauen. Es ist einfach peinlich. Es ist einfach nur peinlich. Schaut es euch an. Der Torwart macht aber gar nichts. Ich hole ihn raus, dass er vielleicht den Ball abfängt. Wenn er so in seinen Raum kommt so und er macht einfach gar nichts. Er macht rein gar nichts. Es ist frech, aber naja, schauen wir mal, welche Transfers über die Bühne gehen. Yalla. So, direkt mit dem Abgang von, ich weiß nicht genau, wer es ist. Ich glaube, das ist der ZM, genau. Fabio Pirna. Schauen wir mal, wie viel wir kriegen am Ende aufs Konto. Ist ein A-Deal, natürlich, bestmöglicher Deal. 1,8 Millionen war das auch. Aber gerade habe ich was sehr Enttäuschendes gesehen. Ja, man hat doch nicht so viel gesehen von mir leider. Wo war es denn? Hier, zu den News gehen wir nochmal. Komm, auf geht's. Hier. Wo war es denn? Irgendwas habe ich gerade gesehen, was sehr traurig war. Ah, hier. Hier ist es. Ah. Und ciao, Rila Fade hat eine deprimierende Vorbereitung hinter sich. Aber das wird er natürlich holen, wie man ihn kennt. Er ist immer sehr verantwortungsvoll. Reißt die Ruder immer rum. Die Fans fragen sich, ob er im ersten Ligaspiel der Saison überhaupt spielen sollte. Natürlich sollte er spielen. Der offensive Mittelfeldspieler, der ja eigentlich aus der Startelf kaum wegzudenken ist. Ja, ich bin auch der Captain, so muss es sein. Muss schnell wieder in Form kommen, sonst droht ihm die Ersatzbank. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Außer hat wenig Fitness, sagen wir so. Sonst spiele ich immer, sagen wir so.
Erstes Ligaspiel ist auch schon in Sicht. Ich würde sagen, das machen wir dann direkt in der nächsten Folge. Jetzt würde ich sagen, was auch für der, mit der ersten Folge. Aber hier kommt doch noch was Schönes rein. Für Jonas Kehl. Ich hoffe, er heißt Jonas. Nicht, dass ich hier meinen Spieler falsch im Kopf hatte, wie er heißt. Hoffen wir mal nicht. So, sie bieten 2,4 plus Kohlinger. Tja, weiß ich jetzt nicht. Machen wir raus. Und machen Gegenangebot mit 4 Millionen. Ich hau's auf den Tisch. 4 Millionen. Yalla. Was ist denn hier los? Was zum Fick ist hier los, Digga? Chillig, Digga. 4 Millionen. Nimm ich mit. Safe. Auf jeden Fall. Ist ein guter Spieler von uns, okay. Aber 4 Millionen, Digga, weiß ich jetzt nicht. Aber gut. Nehme ich natürlich gerne mit. Ich würde sagen, wir schauen gleich nochmal. Pressekonferenz lassen wir für die nächste Folge. Wir schauen gleich nochmal, wen wir jetzt alles holen können. Ich habe noch ein paar gute Spieler ausgesucht. Aber erstmal hier die Nachricht von Ochar. Boss, ich weiß, dass meine Vorbereitung nur mäßig war, aber ich werde zurückkommen, natürlich. Also es hat seine Gründe, ich war nicht so bei 100%. Dann sieht man das hier doch ganz anders aus. Ja, ein bisschen Sprachfehler drin, auf korrekt. Und wenn ich gegen Viktoria Köln spielen darf, dann zeige ich, wie wichtig ich fürs Team bin. Gut, schauen wir mal. Mein Plan, bist du ein Schlüsselspieler? Ganz genau. Nichts könnte es besser beschreiben, wie ich denke. Sehr gut. Schauen wir jetzt mal rein ins Budget. 3 Millionen. Schauen wir mal, wie viel es genau sind. Es sind genau 2,6. Okay. Ich werde mich mal ein bisschen umschauen, was wir holen können. Weil jetzt gerade habe ich so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen Lash-Spiele reingepackt hier. Genau. Werde mich ein bisschen umschauen, was wir für 2,6 Millionen holen könnten. Und würde ich sagen, was dann danach auch mit der Folge. So Jungs, die Transfers sind vollbracht. 3 Transfers sind es geworden. Am Ende, ich zeige euch nochmal das Budget, was ich jetzt gerade habe. Ich habe gut Recherche betrieben, was man holen kann. 673.000 sind noch von 2,5 Millionen, glaube ich, waren es am, oder 2,8, irgendwie sowas, um den Dreh, waren es noch übrig geblieben. Und ich würde euch gern die Einkäufe zeigen. Genau. Es ist einmal Benga geworden. Ein kleiner, ja, sagen wir, ein schöner Schnapper. 200k gezahlt, 300k wert. Als LV ein bisschen, falls mal irgendwie die Fitness nicht so gut ist beim, wer ist der denn? Ja, ich muss noch die Namen studieren bei unserem jetzigen LV, sagen wir so. Muss man noch ein bisschen lernen. Genau. Kommt nach der Zeit. Alles gut. So. 17 Jahre alt, gutes Potenzial, 55er Rating gerade, ja, für jetzt gerade geht's schon, ist alles gut, perfekt. Dann einen neuen Keeper, endlich mal ein neuer Keeper, Trelowski, haben wir uns geholt, 63er Rating, 850 haben wir gezahlt, 1,1 wert, einen guten Schnapper gemacht, sehr gut, 18 Jahre alt, gutes Potenzial, perfekt. Und Jordan James noch am Start gewesen. Ist leider Marktwert ein bisschen runtergegangen. Mir wurde angezeigt 1 Million. Aber der hatte nur noch 12 Monate Vertragslaufzeit. Deswegen, genau, haben wir den ein bisschen günstiger bekommen. 750k gezahlt. Normalerweise 1 Million wert gewesen. 825 jetzt. 18 Jahre alt. 62er Rating. Auch ein sehr strammer Spieler. Strammer Neuzugang, sagen wir so. Natürlich alles sehr junge Spieler. Ich versuche natürlich auf sehr junge zu gehen. Jetzt hier das aktuelle Team. Trelowski natürlich neu drin. James. Und genau. Wenn Kehl sich verkauft, versuche ich, also ist mein neuer Plan jetzt für die nächste Folge dann, ihn hier dann umzutrainieren. Ich werde schon mal anfangen mit ihm hier auf die IV umzutrainieren. Das ist dann plus 6. Und uns dann einen neuen Sechser vielleicht zu holen. Genau, weil dann kann zum Beispiel er hier raus, würde ich es dann so machen und hier dann einfach einen neuen Sechser rein und
Da würde ich schon gut was investieren in den Sechser, würde ich sagen. Kehl ist jetzt auch schon auf einer 65. Ja, ist halt schon kein schlechter Spieler, sagen wir so. Aber für 4 Millionen, das kann man einfach nicht ablehnen. Genau. Würde ich sagen, hat mir sehr Bock gemacht. Muss man sich natürlich noch ein bisschen reinfinden, ein bisschen Autismus hier. ein bisschen reinfinden in ja, das Gameplay sozusagen. Ich hoffe, es hat gefallen. Erste Folge, auch wenn es nicht so gut reingestartet ist, aber nächste Folge geht's ab. Genau, kommt höchstwahrscheinlich dann am Donnerstag. Und genau, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, es hat gefallen. Teilt's gerne mit euren Freunden. Perfekt. Würde sagen, wir sehen uns. Yalla. Und haut's rein.